Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Sparta. Wir sind gerade dabei, die Steinmetze zu zeigen, dass Spartaner keine Steinmetze sind, sondern Krieger als Beruf. Das passt ja. Also für alle, die den Film kennen. Jo. Mich wundert es gerade, dass er so eine hohe... nicht Überlebenschance, sondern das heißt, so viel von mir platt machen soll. Sollte. Schade, dass man das nicht machen kann. Also, dass man hier keine Bogenschützen aufstellen kann. Also so als Verteidiger ist das schon ganz geil. So. Ja, wir starten einfach mal. Ich glaube, der geht jetzt komplett hier hin. Das heißt, ich gehe auch komplett dahin. Vorspulen. Die kommen mal hier hin. Geschosskrieger! Wir töten sie alle! Ja, viel macht er nicht. Sieht doch alles schon sehr gut aus. Was ist das da? Da bin ich schon ein bisschen selber schuld. So.
So, ist da alles in Ordnung? Wir hungern nach Blut und Kampf. Au, das. Sehr gut. Unser General wird angegriffen. Geschosse bereit. Gladio. Bereit zum Einsatz. Kampf bereit. Spartaner. Kampf bereit und willig. Die Speerkämpfer. Jetzt macht er schon langsam mehr Schaden, aber nicht wirklich viel. Ich fange jetzt mal an, hier ein bisschen Druck auf die Stadt zu geben. Oh. Wow, 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 wow. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ich erwarte eure Befehle. Tödliche Geschosse bereit. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Na gut. Dann tue ich mal zwei zurück, damit die nicht so alleine sind, die Armen. Ich flusch mal da kurz durch. Der eine kann eigentlich wieder zurück. Und die da vernaschen. Wir töten sie alle. Ah, jetzt kommt er langsam. Die Krieger wollen Blut. Ist auch fertig. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. An die Waffen! Du gehst mal da weg. Du gehst da mal weg. Ah, das sind Katapulte. Ah, okay. Wir töten sie alle! Feuer! Sparta! Zu Befehl!
Schwert sie in Stücke! Sparta! Zu Kampf bereit! Ja, da muss ich dann auch aufpassen. Ne? Soll ich hinschießen? Moment. Du gehst mal da weg. Jetzt haben wir wieder. Jetzt haben wir wieder alles frei. Okay, warte. Der nervt mich. Gut, na dann. Das war ein entscheidender Sieg. Ja, hat auch ein bisschen rumgebackt, leider. Der hat nicht so den Weg mit den Schiffen gefunden. Sonst wäre es nochmal interessant geworden. Aber so ist es halt. It, wie siehst. Jo, und nur vorweg, ich nehme immer noch auf, also das ist eine Aufnahmesession und es ist immer noch sehr spät abends, es ist jetzt 11 Uhr und ich bin super müde. Also wenn ich irgendein Quatsch quassel, was eigentlich nichts Erstaunliches sein sollte, dann tut es mir leid. Aber ich glaube, das kann man ein bisschen verstehen. So. Was für ein Bau abbrechen. Hier machen wir eine Kuh draus. Hier machen wir schöne griechische Kultur. Ganz ehrlich, zum Glück ist das historisch nie passiert, dass Sparta sich so ausgedehnt hat. Also es war auch gar nicht möglich mit ihrer in Anführungsstrichen Philosophie beziehungsweise mit ihren. Also sie müssten oder hätten ihr komplettes Regierungssystem und so Regierungssystem nicht, weil das Zwei-Könige-System war ja ganz in Ordnung. Aber sie hätten es komplett ändern müssen, dass sie eben auf Sklaven gebaut haben. Aber also sie haben halt nicht auf Sklaven gebaut, wie jetzt zum Beispiel Amerika damaligen schwarzen Sklaven oder jetzt. Also die Sklaverei ist ja komplett über die komplette Geschichte der Menschheit vertreten. Das hat übrigens nichts mit Rassismus zu tun. Also
in der Geschichte, sondern Rassismus kam wirklich erst in der Neuzeit, wo man wirklich speziell auf die schwarzen bzw. auf die afrikanischen Einwohner bzw. auf die afrikanischen auf die Bevölkerung aus Afrika gezielt hat und speziell die eben versklavt hat. Da kam erst der Alter, was für ein Scheißverräter. Schau mal, was für ein cooler das ist. Oh Mann. Du bekommst hier gar nichts mehr. So, aber ja, das ist echt erstaunlich. In Runden 5 Runden sind wir noch geschützt, das reicht uns. Das ist echt erstaunlich, dass man mit der Sklaverei dann sofort Rassismus an Rassismus denkt, aber ist ja auch irgendwo verständlich, weil das nächste ist, was wir kennen, sage ich mal so. Und das Problem bei den Spartanern war eben, dass sie die Bevölkerung, also die Spartaner, die hatten, also das war halt Freetime für die. Und die haben ja nicht gearbeitet. Also die haben einfach nur Party gemacht. Und, die Liebe zum Gold weckt das böse Menschen. Gebt uns euch. Genau, die haben Party gemacht, also jagen gegangen, trainiert und so weiter. Also die waren quasi Hartz-IVler. Und das ist halt dann... Das ist halt dann schon super interessant. Okay, hier ist es. Super interessant, weil die komplette Wirtschaft war... lag halt auf den Rücken der Sklaven. Und das habe ich ja hier im Let's Play auch schon erzählt, also am Anfang. Da habe ich ja zwei Folgen lang einmal die Mythen und einmal die Wahrheit quasi über Sparta erzählt. Das Krasse war eben, dass es kam zu zwei größeren Sklavenaufständen. Und beim letzten Sklavenaufstand, also von dem haben sich die Spartaner nicht mehr erholt. Weil sie halt keine Spartaner mehr hatten. Also die Möglichkeit, spartanische Bürgerschaft oder Staatsbürgerschaft zu bekommen, war so schwierig, dass sie halt dann am Schluss wirklich keine Spartaner mehr hatten. Was auch interessant ist, by the way, die Spartaner, die hatten ja die haben ja gegen Athen gekämpft. Und also ich weiß nicht, ob ich es nochmal genauso hinbekomme wie bei der Folge, wo ich es aufgezählt habe. Wenn ich dran denke, schreibe ich es in die Kommentare bzw. in Endscreen, verlinke ich sie dann. Auf jeden Fall haben die Athener gewonnen. Also ich weiß nicht mehr, ob die Athener oder die Spartaner gewonnen haben bei der Schlacht. Aber das ist gar nicht wichtig, weil die Spartaner haben sehr viele von den Athenern getötet, aber zu der Zeit war Athen halt, also hatte Athen so eine große Bevölkerung, dass es kaum wehgetan hat, sag ich mal. Und warte mal, das interessiert mich gerade selber.
Ich verlege ja gerade eh alle Sachen hier hin. Deswegen kann ich mal kurz nachschauen. In mein kluges Büchlein. Habe ich mir aufgeschrieben, wie viel. Wie groß der Verlust war. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ist das? Ah nee, das ist Alexander der Große. Verdammt. Moment, was will der hier? Ja, das machen wir automatisch. Da habe ich keine Chance. Das habe ich gar nicht in mein Spanisch oder in mein Buch reingeschrieben, sondern das habe ich auf dem PC. Die Freundschaft zwischen Nationen ist anders als die Freundschaft zwischen Männern. Ja. Bromance. So, warte, sorry, dass ihr gerade ein Standbild seht, aber ich muss gerade mal schauen. So, warte, okay, jetzt habe ich gerade den... Mir wurde gesagt, unserer Schatzkammer fehle eine gewisse Summe Gold. Vielleicht ist es euch ein Anliegen, diesen Missstand zu begleichen. Lol, jetzt will er das, oder was? Ja, okay, damit habe ich gewonnen. Okay. Wir fordern nur eine Gerichte. Ist ja auch gekommen, dass ihr dadurch verliert. Gut, Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich lese euch das da mal kurz vor. Okay. Es war auch Sparta gegen Theben. Und nicht gegen Athen. Athen war nur so groß, deswegen habe ich mir das gemerkt. Genau, und zwar die sinkende Population der Spartaner erhöhte die Gefahr einer Revolte. Die sinkende Population war das Ergebnis aus einer sehr verzwickten Politik, welche den Menschen das Bürgertum der Spartaner sehr schwer machte zu erreichen. Im späten 6. Jahrhundert vor Christus hatte Sparta um die 8000 Bürger, im 4. Jahrhundert nur noch 1000. Das ist halt krass. Also zum Vergleich, Athen hatte in der Mitte des 5. Jahrhunderts ca. 60.000 Bürger. Und da ist halt dann schon der Unterschied ziemlich krass zu sehen. Das zwang Sparta dazu, ihre Ränge mit Nicht-Spartanern zu füllen, also quasi wie die Römer, beziehungsweise sehr auf die Hilfe ihrer Verbündeten zu hoffen. Das mussten die ja so oder so. Genau, nur wenn Sparta direkt bedroht war, marschierte die gesamte Streitmacht aus. Aber sonst war der Mythos der Spartaner ihre stärkste Verteidigung. Das ist auch das, was sehr interessant war. Genau. Was auch interessant ist, die Schlacht von Leuktra, 371 vor Christus, Sparta gegen Theben. Theben besiegt die Sparta besiegt die Spartaner und tötete 400 Spartiaten. Das war ein Drittel deren Bevölkerung. Ist halt schon krass. Sparta konnte sich davon nicht erholen und zog sich immer weiter zurück. Das ist halt, ja, auch super interessant. Ja, so, gut. Dann sind wir fertig mit dem spartanischen Sieg.
Wir haben jetzt eigentlich relativ wenig erobert, aber es war genug. Wir sind zwar jetzt nicht mehr vertrauenswürdig wegen Knossos, aber ich wollte die als Klientel haben und das war so. Wenn wir jetzt noch weiterspielen würden, wette ich, dass einer meiner Klientel-Königtüber abspringt. Weil ich eben nicht mehr vertrauenswürdig bin. Genau, aber sonst bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr die, die Spartaner-Challenge sehen wollt, die ist jeden Donnerstag ab 15 Uhr auf meinem Kanal. Ich meine auf Twitch. Da streame ich die. Und genau, die Folgen kommen dann eigentlich immer so paar Tage später. Je nachdem, wie viel ich aufnehme oder wie viel ich das streame. Genau, also ich versuche immer so eine halbe Stunde die Aufnahmen zu kappen und dementsprechend genau, wird es ein bisschen länger dauern als jetzt der Stream. Genau. Und an sich könnt ihr immer gerne beim Stream vorbeischauen. Ich streame jeden Montag und Dienstag, wenn mal was anderes ist oder wenn ich an einem anderen Tag streame, sage ich im Stream Bescheid oder auch bei Instagram. Genau. Oder Twitter. Also Twitter eigentlich nicht mehr so, weil Instagram reicht eigentlich. Genau. Genau, jetzt kommt noch der berühmte oder den Abspann, den ich immer gerne mache, und zwar die ganzen Armeen, wie viele Dienstjahre sie hatten, wie viele Kommandanten, wie viele Gefechte und so. Genau, viel Spaß dabei und bis dahin, macht's gut, bye bye.